Jo Leute, was geht und willkommen hier zu meinem zweiten Daily Vlog. Und in diesem Daily Vlog werden wir nicht so viel Spannendes machen, aber auf jeden Fall ein paar Sachen machen. Auf jeden Fall werde ich das Poster, was ich gestern bekommen habe vom Fake, auf meine Wand hängen und ich muss dann die alten Poster abmachen und das machen wir. So Leute, auf jeden Fall werde ich das GTA-Poster abmachen und halt, Logos auch abmachen. Und das werde ich auf jeden Fall da drauf hängen, wenn man, das muss man halt erstmal raus. So Leute, erstmal muss ich euch irgendwie hochtun. So, schon viel besser. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Oh mein Gott, die Tür sieht schon mega leer aus, aber da fehlt noch ein Logo und das machen wir noch ab. So Leute, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Hier sieht man auf jeden Fall noch so kleine Stellen von den Tape, was ich letztens irgendwann mal damals benutzt habe. Und das müssen wir uns auf jeden Fall abmachen. Und das kann ein bisschen dauern, Leute. Vielleicht mache ich einen Timelapse rein oder auch nicht. Mal schauen, Leute. Ihr seht es jetzt. So Leute, ich würde dann mal sagen, das Razer-Logo habe ich gerade umgedreht und tue doppelseitiges Klebeband drauf. Hoffentlich hält es auf jeden Fall so gut. Ja, hoffe, dass die Perspektive von der Kamera gut ist, Leute. Also ich würde sagen, ab geht's. Ich hoffe, dass die Größe so passt, Leute. Mal gucken. Nice. So Leute, hoffentlich bekomme ich das ungefähr so gerade hin, Leute, mal schauen. Nice. So, also mein Auge denkt, das wäre eigentlich gerade, aber ich glaube, es ist nicht gerade, aber ich weiß nicht. Mathematik immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Schreibt mal in die Kommentare, ob es gerade ist für euch. Also für mich ist es perfekt. Ich muss auf jeden Fall noch schauen, ob ich noch die Autogrammkarte irgendwie zuhängen soll, Leute. Wenn ich es machen soll, dann werde ich es im nächsten Vlog machen. Ihr könnt jetzt entscheiden, soll ich noch die Autogrammkarte hinzufügen. Ich gucke sie mal kurz. Und zwar natürlich die legendärste Karte EU-West, Leute. Was sagt ihr? Würde sie so hinpassen oder würde sie überhaupt passen? Lol, nicht Fokus, jetzt ist es gefokust. Ob es irgendwie so passen würde, keine Ahnung, Leute. Was sagt ihr, Leute, dazu? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Und jetzt würde ich es mal sagen, Leute, ab gehen wir zum Gewinnspiel. Und Leute, ich mache jeden Sonntag ein Gewinnspiel. Und zwar kann man eine 10 Euro PC gewinnen. Und ich würde mal sagen, mal schauen, wer gewonnen hat. So Leute, da sind wir auf der Seite. Da sieht man hier mein Video. Und alle Kommentare sind aufgelistet. Es waren halt 24 Kommentare. Und jetzt werden wir einen random Gewinner aussuchen, Leute. Und ich würde sagen, pick Winner. Ah, das ist dein Onkel. Oh mein Gott, Alter. Hashtag PC. Vielleicht für Fortnite oder LOL. Muss mal gucken. Aber übelst nice Video, Kaspar, Discord, Jule und Hashtag 9446. Nice auf jeden Fall. Der erste Gewinner ist Ares, sein Onkel auf jeden Fall. Der ist auch am aktivsten am Start. Auf jeden Fall werde ich dich jetzt anschreiben auf Discord und dir die PSC zuschicken. So Leute, mal schauen, was jetzt zurückschreibt. Ich schicke ihn das mal ab. Nice, Alter, LOL XD, danke. Kein Ding, Bro, auf jeden Fall. Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Ich würde sagen, jetzt muss ich die PSC auf jeden Fall dir zuschicken. Hoffentlich bist du glücklich mit deiner 10 Euro PSC. Man sieht den, glaube ich, den Code, glaube ich, werde ihn ausblenden, nicht, dass er irgendwie den noch nicht eingelöst hat. Und ja, Leute, ich muss euch noch eine kleine Sache sagen. Und zwar, Leute, werde ich ab morgen Top-Kommentare auf jeden Fall machen. Und zwar wird es so sein, dass ich, dass ihr eure Kommentare hochpushen könnt. Und derjenige, der mit den meisten Likes hat, kann auf jeden Fall irgendwo aufgehangen werden. Vielleicht auf die Tür oder keine Ahnung wohin, Leute. Also Leute, schreibt auf jeden Fall coole Kommentare hin oder lustige, keine Ahnung. Natürlich der am meisten Like-Kommentar bekommt, dann hat er halt gewonnen halt. Dann werde ich das ausdrucken und einfach irgendwo hinhängen, keine Ahnung, Leute. Also macht das mal, würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Daily-Vlog. Ich würde über ein Abo und ein Like würde mich freuen, Leute. Und natürlich sollte man abonnieren und liken das Video, was auf jeden Fall zur Verlosung kommt. Also an alle, die irgendwie gewonnen haben, oder noch davor, am besten abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen, um keine täglichen Videos zu verpassen. Und da ist mein Bildschirmschoner wieder angegangen, muss los. So, also Leute, haut rein, Leute, bis morgen und ciao. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all right, children, that's everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around.